Ja, heute gibt es wieder ein bisschen was zu tun. Ich muss ein wenig Gras für die Hühner mähen, weil dieses Mal gab es nicht so viel Salat. Ich habe mir dafür schon mal Werkzeug her. Geschärft ist es schon. Ja, mache ich alles mit dem Handschleifstein. Wie schaut so ein Ding aus? Reini, du verwurschtelst mich gerade. So schaut so ein Ding aus. Das ist ein Nassschleifstein. Ich habe die Woche schon mal benutzt und habe bloß zwei Schnitte gemacht, habe sie dann noch einmal geschärft danach und hier reingestellt. Ich mähe ein bisschen Gras für die Hühner ab. Also von den Schleifsteinen habe ich zwei Stück. Und das sind hier alten Behälter. Da kann ein wenig Wasser rein, die kommen sich an den Gürtelhänger. So ist das früher gemacht worden, wenn wir auf dem Feld dann waren, dann konnten wir da damit quasi sein. Sense immer wieder schärfen. Ja, ich habe da einmal Sense da. Das ist ein 75er Sensenblatt. Ja, der alte Sensenbaum hinten dran stammt noch von meiner vorherigen. Die war so kaputt und alt und verdengelt, also da hat man nichts mehr machen brauchen. Die ist nicht mehr scharf geworden. Die war zusammengegammelt, da habe ich mir mal neuer gegönnt. Ich mähe ab und an noch damit. Ja, jetzt mag der ein oder andere dann vielleicht gleich kommen, wenn ich hier mähe und würde sagen, du machst ja alles verkehrt, du musst das anders machen oder sonst was. Kann sein, dass es anders funktioniert. Mir hat es nie jemand gezeigt. Ich komme aber mit meiner Technik ganz gut klar. Ich kriege mein Gras schön abgemäht, so wie ich es brauche. Wenn es doch einmal eine Stelle gibt, wo es ein wenig franzt, ja mein Gott, ist halt so. Mir ist wichtig das Ergebnis, dass ich ein Gras mähen kann ohne Benzinmotor. Ich meine, ich könnte Balkenmäher raus tun, aber wozu soll ich denn raus tun? Wenn ich einen Quadratmeter Wiesen mähen will, also das ist ja Schmarrn. Das ist mehr Spritvergeudung als Nutzfaktor, weil so viel Gras brauche ich bei den Hühnern auch nicht. Die kriegen ein bisschen was rein. Mähen war ich hier oben. Was da steht, das ist eher ein bisschen niedriger. Und ja, würde ich sagen, jetzt wünsche ich euch einmal viel Spaß dabei. Mehr ist es nicht und dafür ein Balkenmäher ist wie gesagt der Schmarrn. Das lohnt sich nicht. So schaut das Ganze jetzt dann aus. Wie gesagt, der ein oder andere mag mich jetzt vielleicht steinigen, weil ich es verkehrt mache oder die falsche Haltung oder weiß der Geier was hab. Ja mein Gott, ist halt so. Wie gesagt, ich komme so ganz klar, ganz gut klar. Und alles weitere, ja klar kann man es besser machen, aber also ich werde es tunlichst vermeiden, mir die Sense kaputt zu hauen, weil so ein Sensenblatt ist gar nicht einmal so günstig. Und ja, wie gesagt, es hat die letzten 20 Jahre so auch funktioniert, wenn man mal ein bisschen Gras gemäht hat. Und ja klar, wenn jetzt jemand nochmal herkommt und man sagt, was ich besser machen kann, kann man es natürlich versuchen.
Aber mir ist es nie gezeigt worden und mit der Technik, die ich habe, komme ich ganz gut klar. Und wichtig ist eigentlich das da. Die Hühner haben jetzt ein Grünfutter zum drin rumkratzen und picken. Die freuen sich. Wie gesagt, da innen wächst ja leider nichts, das haben die alles kaputt gekratzt. Deswegen gebe ich ihnen dann so einen Grashaufen, dann haben die auch was zu tun. Und dann passt es doch. Ja, dann natürlich auch der Flock wieder aus dem Stall, ganz klar. Mist muss man verfahren, ne? Die Lore ist schon wieder voll. Und die Koppel sollte ja abgeäppelt werden da hinten. Das wollte ich weghaben. Ja, ich habe da oben mal die Spinnenweben wieder weggemacht. Das kannst du auch alle zwei Wochen machen, weil die Spinnen sind recht fleißig. Hat natürlich einen Vorteil mit den Spinnenweben. Man hat nicht so viel Fliegen. Für alle die, die im Winter vielleicht gedacht haben, mein Gott, der mit seinen Mistmatten unten drunter und dem Stroh oben drauf. Scheiße für die Hufe. Natürlich weiß ich, dass es scheiße für die Hufe ist. Aber es gibt da wärmende, isolierende Schicht von unten. Und ich habe damals ja gesagt, im Sommer mache ich das anders. Im Sommer sind sie eh die meiste Zeit nur draußen. Im Sommer wird jeden Tag ausgemistet, jeden Tag kommt Frischstroh rein. Jeden Tag selbstverständlich auch dann Heu. Ja, die Wände, dass die immer noch braun sind, klar, weiß ich, gehört noch gekalkt. Das steht noch auf dem Plan, auf der Agenda quasi für meinen Urlaub. Ich habe den Kalk oben schon liegen. Ich muss bloß einmal ganz egal die Wände dann abwaschen mit dem Dampfstrahler, trocknen lassen und dann kalken. Bloß das habe ich mir gesagt, das mache ich nicht während ich arbeite, weil da komme ich sowieso nicht dazu. Ja, ich muss das halt immer alles ein wenig vorplanen quasi. Ist aber immer noch fest auf dem Plan, also nicht, dass hier jemand denkt, ja voll Teufel, die Wände schauen ja immer noch so ekelhaft aus. Ja, weiß ich selber. Gekalkt wird noch. Ja, Heulage wird schon wieder weniger. Eh klar. Jetzt würde ich mal sagen, befahren wir mal schnell den Mist und in der Zwischenzeit kann die Badewanne wieder volllaufen mit Wasser. Ich habe ihnen eine Bordwanne eingestellt, eine alte Zinkbordwanne, und das kann in der Zwischenzeit laufen, bis ich quasi den Mist befahren habe. Ja, Mist fahren heute mal wieder aus der Ego-Perspektive quasi. Nicht Ego-Shooter, sondern Ego-Mist verfahren. Ja, meine Herrschaften steigen immer hinten auf, aber nachdem ich den Bulldog gerichtet habe, mache ich das immer nicht. Bin ich immer überhaupt nicht begeistert, wenn sie das machen. Ich bin ja da ein bisschen pingelig. Solange er noch neu ist, kann man ihn ja auch wie einen nagelneuen Schlepper behandeln und muss ihn nicht runterranzen. Ja, alter Motor. Ein kleiner Moment Vorglüher. Stabelt ist er schon wieder. Naja. Ja, mit dem Einschlagen muss ich mal ein wenig vorsichtig sein. Oder ich bin vorsichtig. Die Kotflügel stehen bei dem Schlepper ein wenig hoch. Und wenn der dann vorne pendelt von der Achse, dann kann es passieren, dass die Kotflügel oben an die Lenkstangen ankommen. Macht die Muskelkraft. Ja, früher bin ich Einfachheit halber immer hinten ausgestiegen. Geht natürlich bedeutsam einfacher. Aber man haut sich ja bloß den Lack kaputt da hinten dann. Das muss nicht sein, mag ich nicht. Noch mal. Naja.
eine haben wir schon erklärt, das sind übertriebene Vorsichtsmaßnahmen, ist doch eine Arbeitsmaschine. Klar, stimmt. Aber auch eine Arbeitsmaschine wird pfleglich behandelt werden. Zack. Bitte. Da können wir da Fett drauf. So, schauen wir doch gleich einmal, wenn wir eh schon da sind, nach die Kürbis. Was die machen. Können da wegen Regen vertragen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da muss ich doch einmal zum Wässern runter. Ja, der eine oben ist kaputt. Aber die anderen, die werden auch wegen Wasser brauchen. Na gut, deswegen bin ich ja hier. Mist abgekippt mit einem vollmechanischen Kipper. Ja.
So. Müsst ihr fahren. Ah, die ist voll. Schön. Und dann fahrt ihr Gang ein. Zack. Sicher ist sicher. Na, wir sind schon drüber gelaufen. Noch nicht dramatisch. Ich bin ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Gerade noch. Ja, toll. Jetzt wird's kühl. Jetzt wurde es natürlich intelligent geparkt. Gerade sauber gemacht. Jetzt habe ich die Lore natürlich mit dem Reifen genau auf den Schlauch abgestellt. Naja, nicht schlimm. Kratzen wir mal das der Weinsam. Wie gesagt, ich mache das ja regelmäßig im Sommer. Also im Winter, wie gesagt, erstens einmal ist es, weil die Wege im Winter ausgeschaut haben wie Sau. Man fährt sich ja alles bloß zusammen, wenn es so nass ist. Zweitens haben wir der Bulldog hat immer ausgeschaut wie Sau. Und drittens haben wir, wie gesagt, das war Isolierschicht. Klar, der ein oder andere sagt dann, ja, beobachtet mir die Hufe, aber ich habe da noch keine Probleme gehabt. Wenn man regelmäßig dahinterher ist, dann passt das auch. Ja, was liegt heute ein bisschen an? Ja, heute war ich beschäftigt, habe mein Futter aussortiert. Ich habe heute meinen freien Tag, Donnerstag, 24.05. Ja, gestern haben wir die 1500 Abonnenten geknackt. Ich habe vorhin mein 1500 Abonnenten Spezial erstellt. Das kommt jetzt quasi dann am Freitag oder kam am Freitag für euch dann. Weil dieser Vlog da, den habe ich jetzt verschoben. Ich mache das Abonnenten Spezial jetzt an dem Freitag und den Vlog dann erst wieder am Dienstag. Ja, was ist heute passiert? Ich habe, wie gesagt, das Video gedreht und habe mein Futter wieder sortiert. Da sind noch 4 Eimer für die Hühner, einen Eimer für die Gänse. Das da oben ist leider Biomüll, alles wieder schimmelig oder kaputt. Und 3 Kisten für die Pferde und Eselziegen. Ja, und eine kleine Kiste für mich selber. Eigenbedarf. Ja, bei uns hat es ein bisschen geregnet. Endlich mal. Ich habe vorhin schon mal den Regenmesser ausgeleert. Da waren 7 Liter auf dem Quadratmeter. Und jetzt aktuell hat es gerade noch einmal ein wenig gespritzt. Jetzt haben wir noch einmal 1 Liter. Also am heutigen Tag dann 8 Liter Regen auf dem Quadratmeter. Ist doch einmal ganz schön, wie man sieht, wo Rasen gemäht wurde. Also das Gras braucht dringend Wasser. Und das bisschen Wasser, was jetzt kam, kann ich gerne noch mal zeigen. Also hier ist es gar nicht erst richtig angekommen. Der Boden hier ist immer noch richtig trocken. Da ist überhaupt kein Wasser angekommen. Also da darf schon noch ein bisschen mehr kommen. Gut, wir haben noch Glück. Anderswo in Deutschland oder Richtung in der Rhön oder wo das war, vor 1,5-2 Wochen, die hatten ja richtig Unwetter, Hochwasser und alles und Sturzfluten. Also da muss ich sagen, sind wir wirklich verschont davon geblieben. Ich meine, hier rumpelt es schon immer mal ein bisschen, dann denkst du, oh, da kommt eine schwarze Front, da könnte was kommen. Aber schlussendlich regnet es dann doch wieder nicht. Die ganzen Tage hat es der Wind immer gescheit verblasen. Heute ist es mal nicht so windig, um nicht zu sagen, fast windstill. Vielleicht hält sich der Regen noch ein bisschen, kann es noch ein bisschen feuchter werden auf die Wiesen und Felder. Die ganzen Pflanzen brauchen natürlich auch mal dringend wieder Wasser. Das Einzige, was wegen mir vertrocknen könnte, die wilden Tanne, Brombeeren, also die wachsen ja selbst ohne Wasser. Die können auch wieder klein gemacht. Ja, die Hühner, die haben unten schon ihre Ladung Futter gekriegt, die sind begeistert. Ja, und eigentlich wollte ich heute den Kartoffelhäufelpflug anhängen. Aber ich weiß nicht, wenn das so nass ist,
ist nicht unbedingt optimal. Das schmiert ein wenig arg. Das muss ja nicht sein. Ja, der Kramer steht vor dem Auto deswegen. Und den hatte ich ja vorhin dann zum Abo-Spezial. Den habe ich ja vorgestellt. Ja, ich habe vorhin schon mal angefangen, das Video ein bisschen zu schneiden. Es ist vielleicht ein bisschen lang geworden. Ich bin ja jetzt schon bei weit über einer Stunde, was ich Videomaterial habe. Also vom Allgäu hätte ich auch gern so viel gehabt, aber irgendwie habe ich da nicht so viel gewusst. Und beim Kramer, da könnte ich ja eine ganze Lebensgeschichte erzählen. Ja, wie gesagt, ich muss mal gucken, vielleicht baue ich den Flug dann heute trotzdem noch an, den Häufelflug. Das steht ja hier drin. Ist ja dasselbe Gerät, bloß mit der anderen Schare, das ich auch vor 2 Wochen zum Hacken hatte. Und ja, mal gucken. Falls man das im Video hört, es rumpelt wieder ein bisschen im Hintergrund. Es zieht ein wenig ein Gewitter rum. Mal schauen, ob es herkommt. Also wie gesagt, wenn man jetzt da mal hier so runter guckt, die Felder und Wiesen brauchen auf alle Fälle Wasser. Hier drüben haben sie ja vor, naja, sind auch schon wieder knapp 3 Wochen, haben sie ja die erste Biogasladung gemäht. Unten der Bauer, der hat das erste Heu gemäht in dem Jahr, den ersten Schnitt. Ja, kann jetzt ein Grund sein, um nervös zu werden. Oh Gott, die ersten haben Heu gemacht, vielleicht hätte ich auch und überhaupt. Ja, heuer ist zwar alles 2 Wochen früher dran. Aber ich habe normalerweise die Regel, ich mähe erst um den 1. Juni, die 1. Juniwoche. Der Vater hat erzählt, ja früher, ganz früher war das einmal so. Da war bis Pfingsten das erste Heu schon komplett drin. Aber wir haben ein paar so Auflagen, wir dürfen quasi erst zum 1. Juni mähen. Gut, die Wiesen, wenn man betrachtet, die können auch ruhig noch ein bisschen erwachsen. Also von daher, jetzt ist heute 24. die paar Tage, dann soll es noch ein wenig wachsen, soll es noch ein wenig drauf regnen. Schaden tut es nicht. Ja, also hier mal so den Blick schweifen lassen. Da unten sieht man mal andere Wiesen. Ja, das lechzt alles nach Wasser. Und wie gesagt, hier oben an der Hecke, also wirklich nass geworden ist der Boden, ne? Die 7 Liter, die sind ruckzuck wieder verdunstet. Ich hätte vorher noch mal filmen sollen, wie ich wieder raus bin nach dem Regen. Also ich war drinnen, habe ein wenig Video geschnitten, war dann wieder hausen. Ja, und wenn du dann gesehen hast, da waren die ganzen Steine hier schon wieder alles trocken. Dann hat es wieder das Regnen angefangen, jetzt ist es wieder feucht, aber das geht so schnell. Also ich sage, wir brauchen das Wasser. Soll es ruhig einmal ein wenig regnen. Ja, wenn das Wetter draußen scheiße ist und jetzt schon wieder Gewitter kommt. Naja, Wasser ist scheiße, eigentlich passt ja. Ja, ich habe gerade meinen Vater angerufen. Ich mache ein wenig was in der Halle. Ich habe nicht gefragt, wie es mit den Dämpfer ausschaut, ob die für einen IHC sind. Da sagt er, na freilich sind die für einen IHC. Dann habe ich mir gedacht, na, dann machst du doch, wenn es draußen regnet, in der Halle im Trocknen was. Dann baust du mal die Dämpfer ein und schaust nochmal, ob die Türen dann endlich wieder schön sachte zugehen und offen bleiben und alles. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Ja, die haben gesagt, die Türdämpfer, die hier kaputt sind bei dem Bulldog, die sitzen hier oben an der Tür. Und wenn ich jetzt die Tür loslasse, man sieht schon, die fällt immer zu von alleine. Das ist nicht das Optimum. So gehört es nicht. Das muss geändert werden. Oder ich will das ändern. So muss die Tür. Schöne Sache. Ja, hier haben wir den alten Dämpfer. Und jetzt mal hier so zum Vergleich. Also den kann ich mit der Hand zusammendrücken, wirklich mit den 2 Fingern hier halten und einfach reindrücken. Der hat null Spannkraft, der ist Müll. Und hier ist der zweite neue. Und hier, wenn ich, selbst wenn ich es richtig mit Gewalt probiere, also der ist richtig knackig zusammen. Den drückst du nicht mehr einfach so zusammen. Ja, und so wie die Tür jetzt steht, so soll die normalerweise sein. Also man hat hier richtig Widerstand dagegen, also die bleibt normalerweise sogar bergauf dann offen. Das ist eigentlich optimal, besser geht's nicht. Und dann machen wir die andere Tür jetzt auch. So, schnappen wir uns den neuen Dämpfer, der liegt hier oben. Ist jetzt alles ein bisschen ungewohnt. Und machen wir die andere Seite.
Also hier hat man, wie gesagt, nochmal den Vergleich. Die Tür fällt einfach zu, da bleibt nichts offen. Auf der anderen Seite, die steht jetzt so richtig schön offen, wie sich's gehört. Ist ja Sinn und Zweck. Ups. So. Dann hier oben wieder diese kleine Haltenase lösen. Halt, auf der anderen Seite. Die waren bei den neuen Dämpfer gar nicht dabei. Macht aber auch nichts. So, Haltenase gelöst. Dann kann ich hier auch wieder einfach die Kugel, diesen Kugelkopf von der Kugel abnehmen. Zack. Hier hinten dann den Kopfschutz quasi abnehmen. Ein bisschen nachhelfen mit dem Schraubenzieher. Mach ich so rum. So, einfach bloß hier rüber aufklappen. Ja, wenn man das System raus hat, geht es ruckzuck. Und dann kann man den auch einfach abnehmen. Zack, schwuppdiwupp. Dann ziehe ich hier wieder den Gummischutz ab. Alter Dämpfer, neuer Dämpfer. Einfach bloß durchstecken. So. Und dann. Hier drauf. Die kleine Halteklammer, die steckt dann bloß so drin. Arretiert die Kugel hier in. Auf diesem Ring. Hält das Ganze fest. Zack, rum, raufklipsen, fertig. Kann er nicht mehr weg, sitzt er wieder bombenfest. Das Ganze machen wir jetzt noch hier. Zack, den kleinen Haltestift. Aber wieder einfach bloß reinstecken in das kleine Löchle. Rumklippen. Und den. Hahaha, genau verkehrt rum. Okay, das habt ihr jetzt da mal nicht gesehen. Ihr sollt natürlich vorher das angucken, wie rum er reingehört. Ah, macht ja nichts, ist ja nicht so schlimm. Jetzt haben wir Übung drin, jetzt geht's ja ruckzuck. Aha. Zack, und wir rausnehmen. Ja, das war jetzt genau seitenverkehrt, so wollten wir es natürlich nicht. Also so rum. Und der da sitzt dann natürlich in. Sollte man natürlich vorher drauf gucken und nicht einfach mal reinbauen und dann steht man da und passt ja nicht. Naja, ich sage, sowas kann ja vorkommen, sowas kann ja passieren. Rein, umlegen, den Gummischutz dann wieder runterziehen. Hier drüben die Halteklammer rein, die das Ganze dann auf der Kugel hält. Auch einfach bloß rüberklappen. Typischer Vorführeffekt. Ja, und der Gummischutz ist eigentlich bloß beim Absteigen, falls man sich doch die Platten da ohren. Dass man sich nicht die Rübe poliert. Ja, und das war's auch schon. Hält da wieder offen. So muss das. Prima Sache das Ganze. Die Türen stehen endlich wieder offen. Zack. Zack. Passt. Schön, schön. Freut mich. In dem unteren Punkt, da ziehen sie die Tür jetzt dann quasi hier auch wieder schön zu. So muss das. Sitzt alles wieder schön.
alles schön verdeckt, der neue Dämpfer ist drin. Vorher gesagt, er hat schon mal einen bestellt, aber der hat nicht gepasst. Die haben wir jetzt dann rausgesucht bei Granit, haben sie bestellt. Und wie gesagt, funktioniert einwandfrei. Zack, offen. Zack, offen. So muss das. Jetzt kann es vorhin losgehen, jetzt kann man mit offener Tür fahren. Na gut, ist nicht gesund für die Scharnier, macht man auch nicht. Möglich wäre es. Gut, wieder eine Arbeit abgeschlossen. Ja, wer sich noch erinnern kann, im letzten Vlog, oder was der vorletzte, habe ich ja Schwalbennester aufgehängt. Da habe ich Zuschauertipp gekriegt, oder mehrere Tipps. Ich soll es ein bisschen höher hängen, die Schwalben hätten es lieber ein bisschen gemütlicher. Ja, ich habe mir jetzt hier mal die Leiter reingestellt und habe sie zumindest ein Stückchen höher. Also die hingen ja vorher der eine hier. Der hängt jetzt da oben und der andere hing hier. Der hängt jetzt da oben. Keine Ahnung, ob das ausreicht. Mal gucken. Ich meine, ich könnte noch höher rauf, aber ich glaube, so ist es eigentlich schon ganz gut. Gebt halt da mal Rückmeldung, ob das gut ist oder ob ich noch höher rauf soll. Also ich persönlich würde sagen, das langt. Den im Stall habe ich auch ersetzt. Den hing ja vorher da hinten in der Ecke. Den habe ich aber darüber, weil ich habe mir festgestellt, wenn ich die Tür aufmache und die schlägt mir doch immer eine mit zu viel Schwung auf, dann ist der kaputt, weil die schlägt genau da drauf. Deswegen habe ich den daher so weit wie möglich hoch. Also draufgesessen waren sie schon. Da ist schon ein bisschen Vogelkot. Ja, mal schauen, vielleicht mit Glück nehmen sie mir an. Mal gucken. Ja, habe ich das auch gemacht. Also wie gesagt, danke für den Tipp. Ich habe mir schon fast gedacht, dass es wahrscheinlich zu tief sein wird. Schauen wir mal, ob wir sie herziehen können.